Servus, Kassan, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Wir sind im Äther-Ding und ja, du ganz gechillt, hier sind sie nicht. Ich sagte, hier sind sie nicht, okay? In dem Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer geformt und zu dem gemacht, was wir sind. Keine freien Entscheidungen, keine eigene Meinung. Für meine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Er sollte auf den Kampf gegen die Ultrabestie vorbereitet werden, in diesem Zimmer. Er hat hier gelebt, wahrscheinlich ist dann die Chefin da seine Mutter? Oh, Zigarettenzelle. Na ihr? Was wollen die Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren Schmutzfingern an. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben, da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Machen wir einen Doppelkampf? Wir haben beide geredet. Ja, kämpfen wir mit Tali zusammen? Machoke und Gelatropo. Ja. Wollen wir auf den Raichu. Okay, easy. Weil du nimmst. Wie stark ist er denn hier? 100. Das ist besser als nix. Wir müssen das Mashup gleich mal nur down kriegen. Ja. Nur der Raichu ist fucking stark. Bandit 39 und sein Name Level 40. Spürt meine Z-Attacke! Nutzt die Z-Attacke! Apokalyptische Steinpresse! Und das reicht aus. Und Aranesten Level 39. Es mag was abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Schöne Worte allein reichen nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Jo. Bin voll auf deiner Vibe, ey. Egal. Bevor die Pokémon hier lediglich kämpfen, liegt mir leider nicht so sehr. Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist zwar auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon. Wo steckt Lilium Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch auch nach einer Niederlage nichts. Hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr aber auch selbst sehen könnt. Ihr seid so fies! Du Mike, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendwann einen Hinweis auf ihren Verbleib. Das ist natürlich eine gute Idee. Erderbericht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension, der Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert und die sondernde Ultrapforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihn zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstantem Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Clark nur erzählen. Kann am besten aus dem Zimmer, da kann ja nichts passieren, ne? Erderbericht zum Ultrapfort. Hinter den vom Professor Mohn entdeckten Ultrapforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen bedeutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Sonst ist hier nichts, oder? Okay, dann zurück zu Claudio. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog. Mal sehen. Es ist eventuell eine Ultrabestie. Wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt. Deshalb ist Lilly mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Okay, Claudio, aber jetzt in der Szene fucking cool. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Claudios Stärken.
Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um gut zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir alle im selben Schlamassel. Okay, ja, das ist eigentlich recht. Kann ich hier rein? Ja. Ah. Top-Genesung. Auch nicht schlecht. Da steht eine unvollständige Sammlung von Ordnern. Riskierst du einen Blick? Welchen Ordner öffnest du? AUB-Projekt, Protokoll Nummer 2. Budget für das Projekt zur Erschaffung einer Anti-Ultra-Bestien-Lebensform AUB. Die Präsidentin genehmigt. Also, habe ich gerade. 5. AOB-Projekt, Protokoll 5. Beschaffung der Entwicklungsunterlagen aus der Fleetbook-Bibliothek in Sinne erfolgreich. Spezifikation der Typenwechselsoftware für Alpha-Systeme in Bearbeitung. Entwicklung eines variablen Disk-Systems für das Alpha-System eingeleitet. Protokoll 7. DNS-Modell mit Hilfe von Zellproben aller Pokémon-Typen vervollständigt. Anatomisches Modell verifiziert und Zucht des biologischen Zellrahmens initiiert. Projekt 11. Protokoll 11. Testlauf der Typenwechselsoftware Alpha-System abgeschlossen. Typenwechsel mit allen 18 Disks erfolgreich. Installation der Typenwechselsoftware Alpha-System eingeleitet. Codename der Ablebenform offiziell als Typ Full festgelegt. Ordner 18. Projekt Protokoll 18. Produktion der Modelle SN01, SN02 und SN03 abgeschlossen. Ich komme immer an den Lautstärkeregler. Vehemente Abwehrreaktion auf das Alpha-System bei allen drei Modellen. Gesamte Modellreihe von Typ Full infolge von Initiationsfehlern völlig außer Kontrolle. Ordner 44. Projekt Protokoll 44. Ausstattung der Modelle mit einer Kontrollmaske zur Minderung der Abwehrreaktion erfolgt. Status Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Typ Full permanent in Kälteschlaf versetzt. Name geändert zu Typ 0. Okay. Welchen Ort möchtest du öffnen? Willkommen. Block des Alola Regionaldatas F, Fabian. Typ des Eintrags willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen, dann sind Sie hier in der richtigen Adresse. Denn auf diesem Blog werde ich mit Ihnen eine ganz persönliche Erfolgs... Als die Führungskraft willkommen auf meinem Blog. Okay, nein. Den Blog von Fabian lesen wir nicht durch. Wobei, die Frage ist, kommen wir wieder her, ne? Ich will da möglichst viel zeigen. Multitasking. Block des Alola. Okay. Neben meiner Arbeit als Projektleiter habe ich kürzlich die Entwicklung eines speziellen Pokéballs übernommen. So kann ich mit meinem Personal nicht nur mein Talent für Multitasking weisen, sondern auch zugleich auch meine Vorbildfunktion stärken. Das wiederum führt zu geistiger gesteigerter Motivation. Zur Arbeit seiner Führungskraft gehört es, immer einer Führungskraft, immer auch sein Können zur Schau zu stellen. Nein, ich komme auf dieselben Dinge. Risikomanagement. Vor kurzem habe ich ohne die Erlaubnis meiner Vorgesetzten eine Entscheidung getroffen. Ich habe einen Apparat entwickeln lassen, der dazu dienen sollte, eine gewisse Kreatur zu bändigen. Ich traf diese Entscheidung zu meiner eigenen Sicherheit, falls die Kreatur je außer Kontrolle geraten sollte. Und mein Risikomanagement zahlte sich aus, denn genau dieser Unglücksfall trat letztlich ein. Man könnte hier von Glück im Unglück sprechen, man könnte aber ebenso von Talent sprechen. Als Führungskraft gehört es zu meiner Arbeit, Risiken zu erkennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sieht es so schnell weit. Ein Familienmitglied meiner Vorgesetzten hat die Früchte meiner Forschungsarbeit gestohlen. Ich habe jedoch... Okay, Claudio ist der Sohn von ihr. Ich habe jedoch davon abgesehen, meine Vorgesetzte darüber in Kenntnis zu setzen. Damit wollte ich nicht nur mich selbst vor der Entlastung schützen, sondern vor allem den Ruf meiner Vorgesetzten wahren. Wenn es darauf ankommt, kann gezieltes Vertuschen der Wahrheit nicht nur Stellen zu retten, sondern auch ganze Karrieren. Das ist ein wichtiger Teil der Arbeit einer Führungskraft. Das ist keine Übertreibung. Okay. Also ist Claudio ihr Sohn? Hat Typ 0 geklaut. Eine Lebensform, die offenbar erschaffen wurde, um die Ultrabestien zu besiegen und zu bekämpfen. Kann ich hier noch irgendwo rein? Nee, dann müssen wir im Aufzug wieder hoch. Eingang. Da ist auch ein Trainer, den ich besiegen muss. Dann packen wir uns den noch schnell. Boah. Mike!
Ich wusste, Fabian hat doch ein Ass im Ärmel. Was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Nicht einen Schritt weiter, das Befehl vom Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Eltern Foundation wisst. Oh, Mike, die können wir nur im Team erledigen. Dreierkampf vielleicht mal wieder? Ja, mal was. Dreifachkampf gab's, glaube ich, auch noch nicht. Mit dem Spiel besetzt. Nee, Doppelkampf. Na gut, immerhin. Tamros und Pelipper. Na gut, und Pampros kann sich sein Reitschuh gut kümmern. Muss allerdings aufpassen, das Ding, wenn der Dampfwalze irgendwas rauslegt, habe ich ein Problem. Ich bin geheilt, immerhin. Dann nehmen wir gleich das Pelipper doch schon mal raus. Dann aber den Stress nicht. Okay, du gehst eh auf Pelipper. Dann geht meine Zettelsacke voll ins Leere. Vergesst, dass ein Reitschuh schneller ist. Stimmt, weil eigentlich hätte er mit der Elektroattacke das Ding gleich rausnehmen können, habe ich das Blödsinn gemacht. Hätte ich auf Aranestro wechseln sollen. Warum hat er keine Elektroattacke gemacht? Egal. Ja. Gestempelt und abgeschickt. Weicht aus wie ein gigantischer Poststempel. Blob! Na gut, es wird dann auch verschickt und zwar zurück in seinem Pokéball. Pferdestärke, das wird wehtun. Ja. Oh, Wolverock. Na dann. Wobei, ich nehme Sankabu. Denn ich habe immer noch den wunderbaren Gigasauger, falls mir nochmal Schaden macht. Zähigkeit wird. Armes Raichu. Gigasauger! Es kommt jetzt Aquana. Was hast du also noch? Ziemlich klar, das haben wir auch schon gesehen. Nehmen wir mal eine Aquavelle. Das ist sehr effektiv. Und Level 39 für Sankabu. Könnte sich wirklich mit drei Sonderbomben schon weiterentwickeln. Das war eine wahre Glanzleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder, die Inselwanderschaft stemmen. Werden wollen also drauf. Ihr macht mir richtig Angst. Hallo, ich muss euch besiegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ach, sind die Kinder in der Lola wirklich so stark? Ich komme aus Kanto. Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen. Und jetzt geht aus dem Weg. Oh, danke, Mike. Und natürlich auch Aranestro. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben dürfen, ihr ist erst recht nicht, richtig? Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn ihr nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist das vielleicht doch etwas Wahres dran? Oh, er wärmt sich auf. Das ist doch Claudio, ja, du bist es wirklich. Tali so, what? 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 Ihr kennt euch? Ich habe mich jetzt lange nicht gesehen. Mike, Tali, lass mich eure Pokémon wieder fit machen. Ist das eine Falle? Du kannst mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha. Samantha, genau. Oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist ja nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie kein Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Er will von ihrem Sohn geöffnet werden. Ich bin mir immer noch sicher. Oh Gott, die nächsten Idioten. Na, jetzt wünscht euch sicher, ihr werdet brav im Untergeschoss geblieben, was?
Mir war natürlich klar, dass er irgendwann darauf kommen würde, um zur Präsidentin zu gelangen. Da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorn wieder gut machen. Den Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich genug Zeit habe, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Sag mal, Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Soll die Frage, natürlich habe ich den Schlüssel. Aber dann hättest du dich doch vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Was? Genug der Worte. Jeder haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Mike. Schön. Ich darf mit Claudio zusammenkämpfen. Wahrscheinlich danach ein Doppelkampf für Pali gegen Fabian. Und dann wieder zwei so Idioten. Magma. Und Eletech. Da wird ein Steinhagel schön Schaden verursachen. Goldrock. Goldberg ist hier gar nicht hilfreich. Aber Goldrock dafür umso mehr. Mit dem Steinhagel! Oh, diese Lags! Ist ja irgendwas mit Erdbeben geil. Achso. Das sind keine Lags, ich hab bloß noch nicht ausgewählt. Also Magma ist direkt umgehauen. Waffe rechts hat 41. Ladungsstoß I. Natürlich bin ich paralysiert. Kropatik, das sollte trotzdem einigermaßen wehtun. Ja. Ach, klasse. Ach, das haben wir gleich. Den Turbofelsen. Unglaublich coole Attacke. Mist, muss ich jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgehen? Arschloch, diese Niederlage wirft einen dunklen Schatten auf meine Laune. Offenbar hat dein Gesicht so braun gebrannt, wie du bist. War das rassistisch? Nee, eigentlich nicht, oder? Unmöglich, wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile, daran könnt ihr mich gewöhnen. Mike, Tardy, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Nein, 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 ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte unannehmbare Bastion hier im Ätherparadies. Bisher werde ich mich nicht zurückhalten, wir regeln das jetzt auf ein für alle Mal in einem Multikampf. Bist du bereit, Mike? Wenn wir die lieben Kosmos retten wollen, müssen wir zusammen unserem Pokémon alles geben. Okay, das heißt, die Flachzange nochmal erledigen. Sehr gerne. Genau, der Farbe und Personal. Okay. Oh, und Farbe hat diesmal drei Pokémon. Lamus. Lamus und Dedian. Eigentlich ideal, hier auf Steinhagel zu gehen. Oder direkt auf den Turbofelsen, um das Ding auszunocken. Eigentlich sollte er mit der Elektroattacke locker flockig das Lamus zerlegen. Und so mache ich gleich einen 2 gegen 1 Kampf raus. Sind damit Level 41 nach dem Kampf mit Marie Peter wieder aus. Kannst du noch mal auf anderes gehen als Psychokinese? Na gut, der choked halt auch. Ich hätte gleich mal Biss an. Tali, ich würde nichts sagen. Wie wär's mit der Elektroattacke? Können wir den Z-Attacke eigentlich noch aufheben? Tali, was machst du da? Gerne wahrscheinlich auch noch mich an. Genau. Egal, ich kann es immer noch mit Biss beenden. Das Lamus muss ich schon mal rausnehmen.
Hardy war jetzt nicht gerade die sonderlich gute Hilfe. Warum ist Spam eigentlich nur Psychokinese? Kann Raichu nichts anderes? Ich bezweifle stark. Dass es nichts anderes kann. Knirscher. Ah, das ist gut. Hätte ich gerade eben gut gebrauchen können. Hypno kommt jetzt. Kann ich mit allem einschläfern, was sagt, kann das sein? Kann man weiter mit Knirscher an. Nachtmar. I. Komm, Wolverock. Reicht auch. Mann! Was ist denn das, bitte? Wenn mich auch den Kampf gegen mich, hat auch die Kniese gespammt. Rock. Danach mal wieder. Aber den sollten wir noch pinken. Ne. Damit. Egal. Sankabu. Gehen Spukball, bitte. Tali, mach bitte mal Donnerblitz oder irgendwas. Oh Mann. Das ist eine neue Fähigkeit, das funktioniert wie ein Wahlglas. Was hat er gegen mich? Die Niederlage hätte ich so fertig gemacht vorhin. Kali, bitte. Ich bitte dich, mach irgendwas Vernünftiges. Wobei, der macht mir wieder Psychokinese. Ja. Gut, jetzt muss er was anderes machen. Und Level 40, was Sankabu? Kommt Kampf-Pokémon, dann werde ich mich drüber ärgern, dass jetzt die Psychokinese von mir blockiert ist. Nein, lockt doch Balance nicht. Bringt mir diese Version. Was? Knirfisch. Was zum Geier bist du? Du bist wahrscheinlich Wasser-Pokémon. Ja, ruckzuck heb. Mindestens ein Attacke ein, für die bestimmt sinnvoller ist. Sankabu soll sich wieder ein bisschen aufheilen mit Speaker-Sauber. Genau. Die Eliten sollte ich einen Hitter tanken. Silvago kommt rein. Das ist der Pflanzenstarter in letzter Entwicklungsstufe. Das ist verdammt cool aussehendes Pokémon. Ich will Knirsche. Boah, ich dachte, ich tank einen Angriff. Sankabu. Schattenfessel! Oh, sehr effektiv, das ist Psycho. Ach, einer ist voll Level 40. Ark. Müsst ihr den Wort meines weisen Mannes zu sagen? Ark! Oh mein Gott, Schmier hat noch mehr Honig ums Maul. Ja, das haben wir davon. Wir möchten Lilly retten, du lässt uns doch jetzt durch, oder? Boah, holy! Was ist der Kontrast? Und ich so, okay, Bitches. Da kommt der Schlüssel, Regionalleiter. Ja, wie ich Kinder verabscheue. Willst du das auch mal im Foyeko erzählen? Das macht dir nämlich kalt! Nicht, wenn wir uns am Ende reden, dass er das Ganze wieder geben sollte. So, jetzt sind wir alle für die 40 hoch. Die Peter hat halt wieder aus. Und ich weiß aber, wenn es Sankabu entwickelt, darum gebe ich ihm 2 Sonderbonbons. Hm? Erdkräfte wären mal schön. Und das erste Mal, Sankabu entwickelt sich. Oh, wie geil.
Danke, wurde so kolossal. Okay. Eine Sandburg. Eine schöne Sandburg, aber naja, gut. Nee, gut, das war aber ein Sandhaufen. Macht der Menschen dazu, den Sandhügel zu einer stattlichen Sandburg zu auszubauen. Auch seine Flüche haben an Stärke gewonnen. Lernst du wenigstens was Gutes? Nee. Matschbombe könnte es lernen. Brauche ich das? Eigentlich nicht unbedingt. Schaut's eigentlich mit Psychoshock aus, kann aber noch keiner lernen. Aber wir müssen am nächsten Part. Stellen wir uns dann Samantha, dann geht nämlich. Zum Eingang im Erdgeschoss, was? Achso. Na egal, da auf jeden Fall durch. Bis dann. Ciao.